Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, endlich mal wieder vor der Kamera zu sitzen, mit euch zu quatschen und ein Video zu drehen. Ich weiß, es ist schon fast ein Monat her, dass ich ein Video hochgeladen habe, aber hier bin ich wieder und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Das heutige Video ist ein Beauty-Video und zwar, wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich im Dezember meinen Adventskalender ausgepackt habe und da ein paar Beauty-Produkte ausgepackt habe, wo ich euch gefragt habe, ob ihr Bock drauf habt, dass ich die Produkte live vor der Kamera teste und ein Video dazu mache. Und einige von euch haben mir darauf geantwortet und einen Daumen nach oben gegeben. Und dann dachte ich mir, Phyllis, das gehst du jetzt mal an. Und wie ihr natürlich dem Titel entnehmen könnt, ist das auch ein kleines Laber-Video. Wer mich schon seit längerem verfolgt und vor allem auf meinem Instagram-Account mir sehr fleißig folgt, dafür danke ich euch natürlich, der weiß, dass es im Moment ein bisschen still um mich geworden ist. Es ist jetzt mittlerweile schon eine Woche her, dass ich kein Instagram mehr benutze, dass ich tatsächlich die App von meinem Handy gelöscht habe, weil ich einige Gedanken dazu hatte. Und diese Gedanken möchte ich heute mit euch teilen. Ich hoffe, es interessiert euch und vielleicht kann ich der ein oder anderen von euch da draußen so ein kleinen Denkanstoß mitgeben und deswegen wird das heute ein Beauty- und Laber-Video. Und jetzt geht's auch schon los. Ich habe jetzt hier 4 Beauty-Produkte. Eins davon ist dieses Produkt hier und zwar ist das ein Bräunungstuch. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ganz ehrlich Leute, ich habe gar keine Lust, es auszuprobieren. Ich mag sowas künstlich herbeigeführtes nicht, schon gar keine künstlich herbeigeführte Bräune. Lieber bin ich wirklich braun durch die Sonne, was einem auch viel Vitamin D bringt und ich hoffe, das ist okay für euch. Dafür geht es weiter mit diesem Produkt und zwar, das ist eine Gesichtsmaske. Ich werde jetzt quasi gleich aussehen wie ein Weihnachtsmann. Oh mein Gott, kann man das überhaupt noch benutzen? Ich hoffe schon. Das ist total glitschig. Ich werde mich jetzt so voll machen wahrscheinlich. Man muss quasi das Gesicht davor mal kurz abspülen, dass man natürlich keine Make-up-Reste oder sonst irgendwas hat. Und ich bin perfekt für dieses Video heute geeignet, weil wie man unschwer erkennen kann, sprießen die Pickel nur so in Strömen. Perfekter Tag für eine Gesichtsmaske. Und jetzt kommt diese Maske hier drauf und das ist so kalt und so eklig. Oh, ist das kalt und ekelhaft. Oh. Oh. Muss mein Mund. Alleine ist das unglaublich schwer. Ekelhaft. Ich fühle mich echt ekelhaft. Es fühlt sich unfassbar kalt an und überhaupt nicht angenehm. Ich bin gespannt, ob das was bringt. Meine Haut war eh trocken, von dem her ist die Gesichtsmaske schon gut. Aber ich bin gespannt, wie meine Haut danach ist. Ungelogen. Und ich weiß nicht, ich kann es zwar nicht erkennen jetzt ohne Brille, aber ich glaube nicht, dass ich aussehe wie ein Weihnachtsmann. Aber jetzt stelle ich mir mal eben einen Wecker für 15 Minuten ein. Jetzt kommen auf jeden Fall diese Handschuhe. Sind auch perfekt für mich jetzt geeignet, weil ich super trockene Hände habe. Vor allem jetzt bei der Jahreszeit. Wir haben ja Minusgrade. Die Handschuhe anziehen und auch 10 bis 15 Minuten lang wirken lassen. Ätzerle, muss man da mit den Händen rein. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute echt empfindlich und das fühlt sich ekelhaft an. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ey, mir ist so kalt gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Obwohl ich voll den dicken Pulli anhab und extra die Heizung ausgemacht habe, weil mir dann heiß war. Aber jetzt ist mir voll kalt. Ich fange jetzt mal an mit meiner Instagram-Story. Vor einer Woche ungefähr habe ich das letzte Mal in Instagram vorbeigeschaut und war dort aktiv. Und mein letzter Post, der war irgendwas mit, dass ich Ärztin werden möchte und so weiter. Und ich habe mir schon seit längerem Gedanken darüber gemacht, ob mein Verhalten in Bezug auf die sozialen Netzwerke, in Bezug auf Instagram, ob das gut ist, was ich mache, ob das schlecht ist, was ich mache, weil letztendlich alle Bilder, die wir posten, sei es auf Facebook, Instagram oder sogar auf WhatsApp, das wird ja alles gespeichert. Aber ich dachte mir, gut, ich will bloggen, ich will YouTuben, da muss ich das in Kauf nehmen, dass quasi meine Bilder irgendwie gespeichert werden können und auch von fremden Menschen genutzt werden können, was eigentlich super uncool ist. Oder seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, vielleicht auch seit einem Jahr, bin ich aber wirklich sehr aktiv auf Instagram gewesen. Ich habe vor allem die Insta-Stories geliebt, ständig irgendwas zu posten, mir die Stories von den anderen anzuschauen und ja, man kommt automatisch in diesen Modus, sich zu vergleichen. Ich habe einfach auch hart daran gearbeitet, mit meiner Community in Kontakt zu treten. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass ich echt 24/7 nur noch mit Instagram beschäftigt war. Der krasseste Moment für mich letzte Woche war, nachdem ich gesagt habe, okay, kein Instagram mehr. Der erste Tag, nachdem ich es gelöscht hatte, war, also von der Arbeit quasi zur U-Bahn gelaufen bin, ist mir das erste Mal aufgefallen, wie der Boden ist. Dass der Boden quasi eisig ist, dass auf dem Gras so ein bisschen Eis liegt und Schnee und
so diese ganze Natur um mich herum, die jetzt, ich lebe jetzt nicht im Wald oder so, ne? Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel Natur um mich. Aber die Natur, die da ist, die ist mir zum ersten Mal seit langem mal wieder aufgefallen. Ich dachte mir so, hä, seit wann ist das so? Und wieso habe ich das nicht mitgekriegt? Und ich meine, klar kriegt man mit, dass es kalt ist und man sich Dinge anziehen muss, aber diese ganze Umgebung, in der man lebt, die Wege, die man tagtäglich geht, um zur Arbeit zu gehen, um zum Einkaufen zu gehen, bla 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 in der U-Bahn zu sitzen, das sind immer so Momente gewesen, wo ich mein Handy gezückt habe und entweder in Instagram mir die ganze Bilder angeschaut habe und geliked habe oder wo ich selber Stories gedreht habe. Und im Endeffekt war das so der Moment, wo ich mir gemerkt habe, wow, Phyllis, du weißt wahrscheinlich seit einem halben Jahr gar nicht mehr, wie die Natur draußen ist. Hast dein Leben gar nicht genossen, weil du ständig nur am Handy gehangen bist und man merkt es ja selber einfach nicht mehr. Man weiß nur, okay, ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit, Handy raus, Instagram. Das ist einfach irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich auch durch meine Umgebung so ein bisschen darauf hingewiesen wurde, aber auch vor allem ich selbst mir Gedanken gemacht habe, hey Phyllis, wo stehe ich? Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Es sind 6 bis 7 Jahre vergangen, seit ich Abitur gemacht habe. Was habe ich in der Zeit bis jetzt erreicht? Geht jetzt quasi meine Lebenskurve, meine Erfolgskurve so nach oben oder ist sie stagniert oder geht sie sogar nach unten? Und auf Hinblick in meine Zukunft dachte ich mir, was bringt mir das jetzt mit Instagram eigentlich? Ziel ist irgendwie immer ganz viele Follower zu bekommen, dass man dann von Firmen irgendwie angesprochen wird, damit man Werbung für die machen kann. Aber ist das wirklich meine Passion? Ist das meine allergrößte Leidenschaft? Da muss ich einfach sagen, es ist eine Leidenschaft von mir, auch Mode ist eine Leidenschaft von mir, Bloggen, ich liebe das, aber im Großen und Ganzen zählt für mich eins und das ist mein größtes Ziel im Moment und das ist einfach Ärztin zu werden. Ich möchte Medizin studieren, ich möchte Leben retten. Es hilft mir nicht, 24/7 Instagram zu hocken, Fotos zu posten. Das bringt mir alles für mein Ärztedasein überhaupt nichts. Seit dem Abitur, wie gesagt, sind 6, 7 Jahre vergangen. Ich habe aktuell immer noch keinen Studienplatz und ich hoffe, dass es dieses Jahr im Oktober klappt. Und deswegen habe ich mir einfach so eine To-Do-List aufgeschrieben, was möchte ich im Jahr 2018 alles erreichen. Dazu zählt zum einen, dass ich jetzt im nächsten Monat meinen Fachsanitäter mache. Dann, dass ich schaue, dass ich mich aufs Studium ein bisschen vorbereite. Dann hoffe ich ganz stark, und bitte macht Dua für mich, dass ich ab Oktober meinen Studienplatz bekomme und danach endlich den wirklichen Weg gehen kann, den ich echt schon so lange gehen wollte. Ich will nicht zurückblicken und mir denken, hey Phyllis, jetzt hast du 6 Jahre lang nur deine Ausbildung gemacht, beziehungsweise hast gearbeitet. Es geht einfach darum, sich im Kopf so weiterzufühlen, dass man weiß, okay, ich bin jetzt 26. Die Phyllis, die 20 war und die Phyllis, die 26 war, wo liegen da die Unterschiede? Gibt es da Unterschiede oder ist es immer noch dieselbe Phyllis? Und ich möchte nicht dieselbe Phyllis sein. Ich möchte jeden Tag mehr lernen. Ich möchte jeden Tag etwas mehr können. Ich möchte jeden Tag meinen Horizont erweitert haben, diese Welt mehr entdeckt haben. Und auch eines meiner allergrößten Ziele ist, auf Hinblick dessen, dass wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass ich denen was erklären kann, dass ich denen was zeigen kann, dass ich mit denen in die Natur rausgehen kann und sagen kann, schau mal, das ist ein Löwenzahn, das ist eine Rose, das ist eine Orchidee. Weil zum Beispiel meine Mama, die kennt sich super aus mit Pflanzen. Es gibt so viele Menschen um mich herum, die irgendein Thema haben, auf das sie spezialisiert sind, wo sie mega gut drin sind. Und dann fragt man sich natürlich selber, in was bin ich denn mega gut oder was kann ich denn überhaupt? Ich möchte das für mich natürlich können, aber vor allem eben auch für meine Kinder, dass ich irgendwas weitergeben kann, dass ich die mal anschauen kann und sagen kann, hey, wow, das haben die von mir gelernt. Und so wie ich zum Beispiel heute bin, so wie ich da stehe, so wie ich eigenständig bin und mein Abi gemacht habe, meine Ausbildung gemacht habe und auf Intensivstationen arbeite, all das, was mir letztendlich meine Eltern beigebracht haben, all das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt heute bin. Und ich werde dieses Jahr 27, das heißt, in 3 Jahren bin ich 30. Und damals, als ich ein Kind war und jemanden gesehen habe und zum Beispiel mir gedacht habe, wow, die Person ist 20, wow, die Person ist 30, die ist quasi erwachsen, die darf schon im Leben Auto fahren, die darf schon eigene Entscheidungen treffen, Verträge unterschreiben. Als Kind denkt man immer, wow, die Person ist schon erwachsen und darf schon das und das. Und jetzt denke ich mir so, okay, bald bin ich 30. Was habe ich bis dahin erreicht? In diesen 10 Jahren zwischen Abitur und dem 30. Lebensjahr, was ja trotzdem nochmal so ein Cut im Leben ist, ne, weil der Körper verändert sich ab 30 wieder. Die beste Zeit, die ist tatsächlich Mitte 20, Ende 20, ne, weil da ist man stark, da ist man fit, da ist man energiegeladen. Da kann man von mir aus auch 5 Sachen gleichzeitig machen und ist dann nicht so müde, wie wenn man dann 40, 50 ist, dann macht man die gleiche Tätigkeit, ist aber viel schneller müde. Es sind einfach so viele Gedanken in mir, wo ich gesagt habe, ich will meine Zeit besser nutzen. Und seitdem ich, wie gesagt, es ist nur eine Woche, aber schon nach 2, 3 Tagen, wo ich kein Instagram mehr benutzt habe, habe ich gemerkt, wie frei ich mich plötzlich fühle. Ich war plötzlich wieder ich, Phyllis, mit einem offenen Herzen, mit ganz viel Liebe. Das hatte ich einfach in dieser Zeit
vollkommen verloren, weil man sich ständig vergleicht und denkt, das passt nicht so, wie ich bin. Aber genau so passt es. Genauso wie du bist, genauso passt es. Es bringt nichts, irgendjemandem nachzueifern. Ganz im Gegenteil, durch Social Media. Also Social Media hat mir zum einen das Verständnis dafür gegeben, dass es normal ist, Muslimin zu sein. Zumindest ich hier in Deutschland empfinde es schon manchmal als ein Minus, ein Moslem zu sein. Beziehungsweise dadurch, dass ich das Kopftuch trage, sieht man ja sofort, dass ich Moslem bin. Und es gibt einfach verdammt viele Menschen, die schlecht denken, aufgrund der Medien, aufgrund von Unwissenheit. Und es gibt viele Momente im Leben, wo man sich denkt, jetzt bin ich einfach alleine. Man ist inmitten von vielen, vielen nicht-muslimischen Menschen, die von mir aus Dinge machen, die man nicht macht. Und dann fühlt man sich einfach alleine. Und durch Social Media, vor allem wenn ich eben diesen anderen Hijabis gefolgt bin, habe ich gesehen, wow, also die sind muslimisch, die tragen Kopftuch und sind trotzdem erfolgreich, sei es in Deutschland, sei es in anderen Ländern, vor allem in Großbritannien oder Dubai gibt es so viele erfolgreiche Hijabi-Bloggerinnen. Und es hat mir einfach gezeigt, hey, ich bin normal, so wie ich bin, und von mir gibt es mehr da draußen. Aber auf der anderen Seite führt Social Media unter anderem für mich halt persönlich Instagram dazu, dass man einfach so sein will wie alle anderen. Und das ist doch nicht der Sinn der Sache, dass man so ist wie alle, sondern man sollte immer so sein wie man selber. Und wenn es jetzt Mode ist, dass alle, ich sage jetzt mal, Fotos hinter einer Marmorplatte machen, weil Marmor so in ist, muss ich das denn auch machen, um dazu zu gehören, um cool zu sein, um mehr Follower zu kriegen? Nein, weil ich habe mein eigenes Ding. Diese Individualität fehlt irgendwo. Und ich muss so oft einfach daran zurückdenken, wie die Zeit war ohne Smartphone. Und ich schwöre es euch, Leute, diese Zeit ohne Smartphone, die ist noch nicht so lange her. Ich habe mit 20 Abitur gemacht. Mit 20 bin ich nach Nürnberg gezogen, aufgrund meiner Ausbildung, mit einem Tastenhandy. Ich hatte ein Tastenhandy von Sony, das konnte man aufschieben. Und das war rosa und es war toll und ich habe das geliebt. Und damals hatte das einfach jeder. Und im ersten, zweiten Lehrjahr hat es dann so angefangen, dass so Smartphones kamen. Und vor allem von Samsung gab es dann so die ersten Smartphones, mit denen ich Kontakt hatte. Und dann hatte ich auch mein erstes Smartphone von Samsung und so. Und es war toll und es war eine ganz neue Erfahrung, dass man auch mal keine Angst haben musste, aus Versehen aufs Internet-Button gedrückt zu haben, weil man sonst bei den Tastenhandys gedacht hat, oh mein Gott, jetzt geht 10 Euro flöten, weil ich da aus Versehen kurz mal drauf gedrückt habe, sondern dann war es plötzlich normal, im Internet zu sein und alles mögliche googeln und recherchieren zu können. Dann kam Facebook und dies und jenes. Einfach in einer Zeit, wo man so vernetzt ist, wo die Globalisierung vorhanden ist. In dieser Zeit geht einfach alles so schnell, dass man selbst vergisst zu leben oder dass man sich schuldig fühlt, wenn man einfach mal leben möchte, im Sinne von sich draußen in die Natur setzen und einfach nur den Vögeln beim Fliegen zuzuschauen, der Ameise, wenn sie irgendwas von A nach B trägt oder den Enten im See. Wisst ihr, weil alles ist so schnell und bei allem muss man das Handy zücken und gleich posten und teilen und dass man immer die tollsten Klamotten anhaben muss, den neuesten Trend, die vielschichtigsten Make-up-Schichten, damit man auch ja keinen Pickel sieht und ja keine Falte, obwohl es absolut normal ist. Kein Mensch ist perfekt, kein Mensch schaut aus wie eine Barbie-Puppe, Gott sei Dank. Ihr könnt in mein Gesicht schauen, ich habe Pickel, ich trage kein Make-up und es gibt trotzdem Menschen, die mich lieben und ich fühle mich wohl. Das Wichtigste ist einfach immer, dass ihr euch liebt und ihr euch wohlfühlt. Ich werde meinen Account nicht löschen, ich werde, denke ich, trotzdem ab und zu Fotos posten, aber ich hoffe einfach, dass ich nicht wieder rückfällig werde, weil ich einfach echt merke, mir geht's besser, seitdem ich das nicht so intensiv nutze und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich hoffe halt, dass durch das Video die ein oder andere von euch zum Nachdenken angestupst wird, dass es halt einfach auch nicht gesund ist, 24/7 das Smartphone in der Hand zu haben. Wisst ihr, mein Smartphone ist schon total kaputt, weil ich das so oft in der Hand habe und mir das auch so oft runterfällt. Das ist unfassbar teuer gewesen. Es kostet über 1000 Euro, dieses Ding. Und dafür ist es halt auch schade und es ist auch so ein Keimüberträger, weil man das einfach immer in der Hand hat. Das war mein Wort zum Sonntag. Also die Zeit ist um, Leute. Ich habe jetzt zu viel gebabbelt und darf die Maske abnehmen. Ich mache erstmal die Maske ab. Boah, ekelhaft. Boah. Die ist jetzt auf jeden Fall weg. Und jetzt kommen auch die Handschuhe ab. Überschüssige Creme, die jetzt auf den Händen ist, dass man die einfach nochmal einmassieren soll. Das mache ich jetzt. Und ich bin gespannt, wie es meiner Haut dann geht. Also aktuell fühlt sie es einfach nur total cremig und fluttig an. Und der Geruch ist echt nicht angenehm, ne? Das vierte Produkt, das ich noch testen wollte, war dieses hier. Auch von Douglas, da steht Hydrating Mask. Und ich habe immer noch nicht so ganz gecheckt, was das ist. Aber ich glaube, dass es einfach nur eine Creme ist,
Und deswegen werde ich das jetzt einfach auf mein Gesicht drauf machen. Also diese Creme hier, die ist so Gelee-artig und so blau. Ich schmiere es mir jetzt mal ins Gesicht. Aber ich mag die Konsistenz nicht, Leute. Es klebt und es riecht nicht angenehm. Also ich bin von dem Produkt jetzt nicht mega überzeugt, wie man vielleicht unschwer erkennen konnte. Ich werde die mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Man braucht die nicht. Man kann sich auch selber eine Gesichtsmaske machen aus Naturprodukten. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat, dass euch auch das Gelaber von mir nicht genervt hat, sondern dass ihr das vielleicht ein bisschen ansprechend fandet. Falls ja, dann lasst mir gerne einen fetten Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne hier unten tun und kein Video mehr verpassen. Und ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao!